Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge des Command & Conquer 1 Alarmstufe Rot Let's Plays, wo letzte Folge ja einen unschönen Angriff erlitten hatten. Und wir uns diese Folge davon gerade erholen, in der Hoffnung, dass das hier einigermaßen passt. Und das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich wollte noch ein paar Silos bauen. Ja, macht Sinn. Konstruktion abgeschlossen. Einheit. Ja. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Damit habe ich schon gerechnet. Das ist eigentlich der Grund, warum ich hier hochgefahren bin. Auf den da bitte. Hier reparieren. Auf was greift der schon wieder an? Ach ja. Gut, stellen wir das mal dahin. Wir brauchen das Tech-Zentrum erneut. Das Ding ist weg. Das passt. Dann bauen, schicken wir mal noch drei weitere hier hoch. Bauen weiter Mammutpanzer und Dingens. Und arbeiten ja eigentlich daran, dass ich irgendwann hier mal einen Gegenangriff starten kann. Aber gut, okay, also ich meine, ich hätte jetzt damit rechnen können, dass hier nochmal ein Angriff kommt. So unerwartet war er jetzt nicht. Alles klar, hier oben habe ich keine Vision. Nur, ich sag mal, ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon kommt, in der Form. Wo stelle ich denn das Tech-Zentrum jetzt hin? Ich versuche das mal hier hin zu pflanzen. Konstruktion abgeschlossen. Dorthin. Und jetzt bauen wir erstmal noch ein wenig Erdsilos. Weil wir nämlich aktuell viel zu viel davon abbauen und ich die Sorge habe, dass meine Erdsilos irgendwann volllaufen. Und dann mache ich ein ziemlich dummes Gesicht, wenn die voll sind. Was aber zumindest gut klappt, ist, wird gebaut. Dass wir so viel Income haben, dass wir hier problemlos durchkommen. Mach hier Go Go. Es ist wieder blöd, dass wir auf dem Erzfeld kämpfen, aber nicht zu ändern. Mann, dahin. Und den da noch weg. Ich hätte jetzt gesagt unerwartet, aber eigentlich hätte ich damit rechnen können. So, jetzt machen wir gleich erstmal einen Überblick, welche Gebäude mir noch fehlen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Bestätigt. Melde mich. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 Und muss mir gleich auch erstmal einen Überblick machen. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Melde mich. Liebe Kohle. Bestätigt. Jetzt die Def richtig aufgestellt habe. Das hier sieht gut aus. U-Boote kommen. So, also. Jetzt bauen wir erstmal nur noch Mammutpanzer und gucken hier durch. Also, Kraftwerke, ja. Also könnte man vielleicht mal noch ein Großkraftwerk hinstellen. Cyborg-Fabrik habe ich nicht. Brauchen wir mal noch eine? Für den Fall der Fälle. Nee, haben wir. Da haben wir sie. Brauchen wir doch nicht. Hab ich fast übersehen. Konstruktion abgeschlossen.
Okay, dahin. U-Boot-Werft haben wir, Waffenfabrik haben wir, Radar haben wir, Erzilo Heliport haben wir nicht, Flugfeld haben wir nicht, Flakstellungen haben wir ein paar. Die Werkstatt fehlt. Ja, also nur Vorhang fehlt. Okay. Wird gebaut. Bauen wir hier ein Heliport, ein Flugfeld. Ich bin immer so jemand, der gerne alles da hat. Und außerdem müssen wir uns ja gerade erstmal hier armeetechnisch aufbauen. Wunderschön. Dahin, dahin. Wir brauchen mehr Anti-Air. Botschaft ist angekommen. Sollst du kriegen. Etwas mehr Anti-Air. Ach ja. So, hier den Heliport hin, Anti-Air. Dann mache ich jetzt 2, 3, 4, irgendwas in der Größenordnung stellen wir hier hin. Ja, Sir, in Ordnung. Erzfeld ist auch bald alle hier unten. ja. Weißt du Bescheid? Wir können gar nicht so schnell Einheiten produzieren, wie wir die Erzfelder alle machen. Ja, das geht mir auf den Sack. Dann ihr einmal dahin. Es gibt ja so Sachen, die mir egal sind. Aber dieses ständige vom Wasser angreifen hier unten, das nervt mich. Erstmal den weg. Den weg. So, und jetzt noch den da weg. So, wieder dort sammeln. Weitere Mammutpanzer. Hier abbauen. Das da. Mal gucken, ob ihr das geschissen kriegt, ohne dass ihr euch stundenlang blockiert. Meiner Trick, perfekt geklappt. So, das dahin. Flugfeld. Weil ich könnte hier unten noch eine Tesla-Spule hinstellen. Das wäre jetzt nicht die dümmste Idee. Auch hier oben eine Tesla-Spule wäre nicht dumm. Naja, ach. Ich arbeite daran. Wir können leider nicht so viele Einheiten auf einmal bauen. So, Flugfeld dahin. Jetzt die Werkstatt. Die Werkstatt und der eiserne Vorhang, der kommt noch. Dann ist die Frage, was greife ich gleich zuerst an? Wir sind ja Mammutpanzertechnisch jetzt noch nicht so gut aufgestellt. Wir haben zwar schon ein paar, aber hält sich die Masse hält sich noch in Grenzen. Fahre ich nach hier oben und fahre dahin? Oder fahre ich hier nach links? Unsere Aufgabe ist ja einfach nur alles platt zu machen, richtig? Einsatzziel. Letzte Prüfung steht bevor. Das Schicksal der Vierten liegt an den Stränden Englands. Hier befinden sich die letzte Horde der jämmerlichen alliierten Widerstands. Zerschmettern sie ihn. Und erringen sie ihren rechtmäßigen Platz an Stalins Seite. Ja, es ist das Ende. Ach ja, kriegt ihr es hin? Oder fahrt ihr jetzt die ganze Zeit im Kreis um dieses Ding? Konstruktion abgeschlossen. Sieht mir aber stark danach aus, als ob ich hier einmal kurz nachhelfen muss. So, wenn das Erzfeld jetzt hier alles ist, geht es mit diesem Erzfeld weiter. Hoffentlich. Einheit bereit. Wird gebaut. Wir können nochmal ein MiG-Bomber bauen. Ja, und jetzt machen die Sammler sich hier auf den Weg. Wie geplant. Gut, dann, wir bauen weiter Armee auf.
So wie ihr es von mir gewohnt seid. Irgendwann ist die Kohle alle. Wir könnten mit denen mal noch ein bisschen erkunden gehen. Hier noch ein bisschen wischen haben. Auch wenn ich da jetzt nicht glaube, dass ich hier nochmal so ein ergiebiges Erzfeld finde, wie es schon in meiner Base ist. Aber wir können ja zumindest mal gucken gehen. Ja, schön. Wo gehen wir mal gucken? Ich weiß, wo wir gucken gehen. Wir gehen gucken, was hier ist. Die Mission dürfte gleich wieder weggehen, deswegen bleibe ich auch hier direkt. Jo. Okay, dann weiß ich ja, wo wir als erstes angreifen. Dann machen wir erstmal den da platt. Hier erschließt sich mir das nächste Erzfeld. So, der eiserne Vorhang ist fertig. Der kommt dahin. Den Zwinger habe ich noch nicht gebaut, ne? Nö. Ich habe noch einen Zwinger hin. Und dann wäre jetzt eigentlich bloß noch ein bisschen Dev sinnvoll. Für den Fall der Fälle, dass ich Angriffe erleide. Das. So, ist dieses Erzfeld frei? Oder muss ich hier unten... Frage wurde beantwortet. Mit Gegenwehr rechnen. Das Erzfeld ist zumindest nicht frei. Ach, wir kriegen von allen Seiten gleichzeitig einen Angriff. Und dann auch noch den eisernen Vorhang. Ihr Säcke. Der war so teuer. Ach ja. So, zurück. Dieser scheiß eiserne Vorhang war, den die gerade zerstört haben. Und das Schlimme ist, bis meine Def hier ist, vergehen immer Jahre. Okay, dann Erzraffinerie. Mammutpanzer. Es wird dringend Zeit, einen Gegenangriff zu starten. Du kannst ja gar keinen erzählen, wie dringend. Den kriegt er jetzt auch, dass wir hier mal den ersten Gegenangriff starten, damit er ein bisschen genervt ist. So, jetzt hier, auf über die Brücke. Nein, doch noch nicht. Erstmal noch da unten drauf. Ah. Erzraffinerie. Dorthin. Anti-Air. Ach, der kommt mit seinen Sammlern in meine Base. Okay. Das erfordert jetzt dann etwas... ich möchte nicht sagen Fingerspitzengefühl. Aber da können wir jetzt schon damit rechnen, dass wenn ich den Sammler zerlege, was ich jetzt zwangsweise machen werde, wenn er schon sein Sammler direkt in die Basis kommt. Oder auch nicht. Doch. Was seid ihr denn für scheiß Panzer? Ei. Jetzt haben wir ihn. Bestätigt.
Jetzt ist die große, große Preisfrage. Wie viel kommt jetzt von oben über die Brücke? Ihr lauft dahin, das. Meiner Seite aus können wir den gerne angreifen. Ist kein Problem. Ballert ihn einfach weg. Das sieht mir aber eher so aus, als würde das nicht so ohne weiteres klappen. Naja, der wird wahrscheinlich gleich die Brücke nachgeben. Mal gucken, ob die Brücke im Stand hält. Natürlich nicht. War ja klar. Na gut, zumindest brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass er mit Panzern von hier oben kommt. Ich brauche dringend Tesla-Spuren. Auf geht's. Also er kann jetzt zumindest nicht mehr über die Brücke kommen. Es war zwar so von meiner Seite aus nicht gewollt, aber mir war das schon fast klar, dass das passieren wird. Deswegen beschwere ich mich jetzt nicht allzu doll. Und so langsam gehen uns auch die Ressourcen zu Neige, weil die so lange Fahrtwege gerade haben. Aber gut. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen die Map-Hoheit hinzukriegen. Ich habe ja immer noch keine komplette Kartenansicht, aber eine Vermutung wäre ja, dass ich hier einmal so im Außenschritt hier rumfahren soll. Wie er das jetzt gerade auch macht, aber ich würde gerne, wenn ich das hier schon so richtig sehe, ihn seinen Sammler wegnehmen, um ihn an seinen klinischen Tod zu treiben. Wo ist der Sammler hingefahren? Jungs, wollt ihr mich verarschen? Wollen sie nicht, wir kriegen gleich beide Sammler. Sehr schön. Gehen da weg. Nächster Mammutpanzer. Das Ding stellen wir mal hier hin. Perfekt. Uiuiui. Ihr fahrt mal dahin. Hier sehe ich etwas, was mir gar nicht gefallen hat. Da reagieren wir auch sofort. Hier passt, hier kann nichts durchkommen. Hier will ich nur kurz mir angucken, was hier unten ist. Wunderschön, wie ich mein eigenes U-Boot zerballer. Sehr gut. So, hier das Lübt. Jetzt suche ich mal daneben. Ihr verratet mir, was ist hier hinten. Eigentlich kann ich es mir nicht erlauben, hier die linke Flanke vollständig zu erkunden. Eigentlich. Uneigentlich. Habe ich keine großartige Wahl. Noch ein U-Boot. Noch ein Mammutpanzer. Und jetzt kommt hier unten noch eine Tesla-Spule hin. Chrom. Bevor ich den vergesse, wäre sinnvoll. Ihr fahrt hier nach oben. Hier haben wir ja jetzt alles an Sicht. Das heißt, es ist bloß noch die Frage, was hier ist. Aber das kriegen wir alles noch hin. Es sieht ja erstmal gar nicht so schlimm aus. Wenn ich euch jetzt sage, stehen bleiben. Schießt ihr denn den Hubschrauber runter oder nicht? Oder nicht? Irgendwann. Ich habe keine Zeit, den Hubschrauber abzuballern, weil er hier unten ja mit einem guten Gegenangriff kommt.
Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal in die nächste Folge. Und machen dann hier weiter. Das sieht ja soweit ganz gut bis jetzt aus. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss. Tschüss mit Ö.